Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Popshow. Ja, Popshow aus der Reihe. Warum? New York Comic Con und natürlich dementsprechend auch die Virtual Con von Funko. Und da müssen wir einfach mal aus der Reihe was machen. Deswegen nicht wundern, dass jetzt eine Popshow mehr gekommen ist, als ihr sonst erwartet und dann einfach nicht auf dem Sonntag. Obwohl, ihr könnt die natürlich auch auf dem Sonntag gucken, aber dann ist es zu spät. Denn die New York Comic Con findet ab dem 7.10. statt und die Pops werden alle so ab dem 8.10. angeboten. Diesmal alles auf Pre-Order, weil die haben die noch gar nicht in Stock. Das wird auch alles noch ein bisschen dauern. Aber es geht auf jeden Fall los. Und damit ich das vorher mache und nicht danach, machen wir einfach mal die ganzen Reveals. Wir fangen an mit einem Pop zu Star Wars The Mandalorian. Ja, und da haben wir einen Boba Fett. Der sieht super aus. Ohne Helm. Klar, an der Stelle hat er den im Moment nicht gerade und halt seine Privatkluft sozusagen, wenn er da über den Planeten huscht, sehr schön. Ist ein cooler Pop, sieht super aus, gefällt mir gut. Also, der Charakter gefällt mir in der Serie auch richtig gut. Da haben sie ihn redeemed im Vergleich damals zu Return of the Jedi, wo er doch recht schwach dargestellt wurde. Ja, als nächstes kommen wir zu Marvel. Marvel hat natürlich auch ein bisschen was zu bieten. Wir haben erstmal einen Carnage zum neuen Venom-Film. Und der hat eine ganze Menge Tentakel und so Sachen, was man so braucht. Und irgendwie, ich komme mit diesen Venom-Pops nicht so ganz klar. Irgendwas gefällt mir nicht. Die Kopfform gefällt mir nicht. Ich mag die neuen Venom-Pops nicht. Ich weiß nicht warum, aber da ist irgendwas ist da faul. Keine Ahnung. Die wirken auch irgendwie so komisch. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Irgendwas stört mich. Aber gut, sei es drum, ich muss mir den ja nicht holen, zum Glück nicht. Ja, dann haben wir Polaris als Glow-in-the-Dark-Pop. Sieht super aus. Es ist Polaris, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so tief in der Lore drin, dass ich jeden Charakter kenne. Das ist ein X-Men-Charakter auf jeden Fall und ich glaube, es soll Polaris sein. Ja, schön. Sehr schön. Sieht ein bisschen aus wie eine grüne Scarlet Witch. Vielleicht ist das sogar so, ich weiß es nicht. Dann haben wir eine Soda-Can und zwar zu Rocket Raccoon und die sieht auch wirklich gut aus, also die Figur. Ne? Die Can natürlich auch, ist schick, auch in Flock natürlich als Chase dann wieder, sieht gut aus, kann man machen. Ne? Das geht klar, ist sowieso eine Convention diesmal, wo sehr viele Soda-Cans kommen, das werdet ihr gleich noch sehen. Aber jetzt machen wir erstmal mit DC weiter, da kam nämlich auch ein bisschen was. Dieser Charakter hier, gespielt von Michael Rooker im neuen The Suicide Squad, ich habe jetzt leider den Namen vergessen des Charakters. Ja, der fehlte noch. Der musste noch kommen, auf jeden Fall. Ganz witzig. Ja, und es gibt eine Poison Ivy als Soda-Can und die sieht auch echt richtig gut aus. Also da muss ich sagen, da haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Die sieht fantastisch aus, finde ich. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, dann kommen wir zu den Retro-Toy-Reveals. Und zwar haben wir Dr. Bibber. Der heißt hier jetzt anders und das ganze Spiel heißt Operation, aber das ist Dr. Bibber. Ihr kennt das noch, ne? Da habt ihr dieses Brett und so eine Pinzette und musste dann so die Knochen rausnehmen, ohne die Kanten zu berühren, weil dann hat es gesummt. Und dann hat die Nase geleuchtet. Also, so sind viele Chirurgen zu ihrem Master gekommen. Nein, was machen die? Zu ihrem Abschluss? Keine Ahnung. Alle haben mit Dr. Bibber angefangen. Gab es halt damals. Ne? 70er, 80er Jahre war das groß. Ich glaube, später in den 90ern hat das schon keine Sau mehr interessiert. Da waren die Spiele besser. Ich erinnere mich sogar noch an so Dinger, da haben wir Wasser drin gehabt und so auf Pumpen, vorne auf Pumpen gedrückt und dann pumpte das so hoch und dann sind so Ringe durch die Gegend geschwebt, die man dann auf irgendwelche Stäbe. Ganz altes Spielzeug. Ne? Aber damals Dr. Bibber war cool und die Soda-Can sieht halt auch relativ witzig aus. Ist auch Glow in the Dark, dann wieder mit der Chase-Variante. Das wisst ihr ja, Soda-Cans haben immer eine Chase-Variante und ja. Ich schweife aber ab. Wir haben mehr Retro-Toys und zwar haben wir einen Sodek von den Masters of the Universe. Und den finde ich fantastisch. Und wie ich das jetzt schon gesehen habe, hat der keinen Euro-Release. Der kommt in Europa so nicht raus. Das ist nicht ganz untypisch, weil es ein Toy-Tokyo-Exclusive ist. Der kommt auch gar nicht überall in den anderen Ländern so raus. In Mexiko kommt er raus zum Beispiel. Wir werden den aber trotzdem kriegen, weil den können wir theoretisch bei Popculture bestellen. Da wird er mit Sicherheit kommen. Und ich denke auch, andere Läden wie Back to the Toys werden den früher oder später anbieten. Also es wird möglich sein, an den Zodiac ranzukommen. Also keine Panik, ihr Masters-Fans. Ich muss ihn hier schließlich auch haben, nicht? Und vielleicht wird er nachträglich auch noch angekündigt. Manchmal ist das so, da gibt es jetzt die erste Liste, da sind die ersten Ankündigungen drin und da steht er halt nicht mit dabei. Es kann aber sein, dass der dann trotzdem irgendwann noch zu Müller kommt oder zu Thalia oder zu irgendwohin. Das wird man dann kurzfristig erfahren. Bis jetzt weiß man es halt noch nicht.
Es gibt auch noch mehr Masters-Zeug, und zwar haben wir zwei Soda-Cans. Einmal den Snake-Face als Soda-Can, das sieht ja ganz witzig aus, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob sie da... Ah ne, der Chase ist diesmal der linke bei dem, ja, das haben sie halt um... Na, ihr seht schon auf dem Bild, ihr müsst nur auf das Bild gucken, dann erkennt ihr das. Zweimal Metallic Chase und die normalen Varianten. Roboto kommt auch. Das sieht ja ganz cool aus. Also bei Snake Face hatte ich echt Angst, dass das richtig mistig aussieht, weil die Figur damals sah halt wirklich nicht besonders aus. Und auch hier der Pop dazu sieht besser aus, als ich befürchtet hatte. Aber das muss man dann wieder von der Seite sehen. Ne? Der hat halt Schlangen, die aus den Augen kommen. Das ist irgendwie Snake Face. Ne? Ist halt sein Gimmick. Und es kann sein, dass das ziemlich schäbig aussieht. Also von vorne sieht der Pop relativ gut aus. Da bin ich doch durchaus zufrieden. Da hatte ich echt Schlimmeres erwartet. Vor allen Dingen, weil das Gesicht von der Figur, von der Vintage-Figur auch wirklich hässlich war. Und hier ist es zwar auch noch eine hässliche Fratze, aber zumindest so ein bisschen den Funko-Pop-Vibe eingefangen und deswegen doch relativ niedlich geworden. Naja, niedlich. Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, aber gut. Weiter. Wir haben jetzt Gaming. Gaming, ja. Und bei den Games hätte man jetzt erwarten können, dass da ganz, ganz viel angekündigt wird. Ist aber scheinbar nicht, denn wir haben nur diese Dungeons & Dragons Ankündigung. Die aber auch schon so einiges in sich trägt, denn technisch gesehen ist sie ja wie 5 Pops. Das Ding hat einfach mal 5 Köpfe. Was für ein Riesending. Das ist auch ein recht großer Pop. Hat natürlich auch wieder so einen Würfel mit dabei zu Dungeons & Dragons. Das Ganze läuft ja unter Gaming. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das dann auch war. Da kommt dann auch nicht mehr weiter was. Jo, kann man machen. Ist ein krasser Pop und ich glaube, Dungeons & Dragons Fans sollten sich den holen, sollten Spaß damit haben und können den dann in ihr Spiel mit einbauen. Wenn sie dann spielen, können sie das machen. Finde ich eine coole Sache, warum nicht? Ne, so ein bisschen visueller Anreiz. Kann man auch mal machen. Ja, dann kommen wir zu Animation. Auch das, kommen wir zu Animation? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, laufen die unter Animation oder laufen die noch irgendwie irgendwo anders drunter? Ist auch egal, auf jeden Fall ist es Bingo von hier irgendwas, The Great Banana Splits von Hanna-Barbera. Ja, ich kann mit dem Charakter gar nichts anfangen. Ich weiß nichts zu dem. Ich habe da keine Ahnung. Der sieht witzig aus, in Flock sieht er noch witziger aus, aber für mich ist das nichts. Als nächstes wurde dann dieser Pop hier gezeigt zu Hamilton. Und da waren wir uns nicht ganz sicher, ob das eine Fernsehserie ist oder ein Theaterstück. Ich persönlich bin der Meinung, das ist eine Fernsehserie, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, kann ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Das ist, da habe ich nichts mit zu schaffen. Dann haben wir wieder so eine Taube, so eine New York Comic Con Taube. Und witzigerweise auf den Shared-Listen, da ist noch eine weitere Taube drauf in Blau und auch noch eine Ratte mit der Pizza. Das sind aber Convention Exclusives, die wir letztes Jahr schon drauf hatten. Also entweder haben die da noch Restbestände, oder man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, die Taube ist auch limitiert auf 1500 Teile. Da ist also nicht ganz so leicht ranzukommen, wenn ihr die unbedingt haben wollt. Ist aber schon sehr nischig, ne? Also, ja, da muss man dann schon Hardcore-Fan sein, damit man sich das Ding holt. Ja, dann kommt was Neues zum My Hero Academia. Da haben wir einmal hier den ausgelaugten Kollegen. Ist das All Might in ausgelaugt? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall einer, da ist nicht mehr ganz so viel Power drin. Und dann noch hier dieses Froschmädchen in durchsichtig. Jo, sind beide super aus. Für My Hero Academia Fans ist das wieder ein Fest. Und tatsächlich, die Pops laufen ja auch immer richtig gut. Und muss man ja auch dazu sagen, die sehen ja auch immer richtig gut aus. Also My Hero Academia hat mit die schönsten Designs, wenn es um Pops geht. Gut, der sieht jetzt ein bisschen verhungert aus, der Junge, aber das ist halt in der Serie so, ne? Ja, Dann kommen wir zu den Ad-Icons. Da haben wir heute einen McNugget, einen Pumpkin McNugget. Ich glaube, das gibt es nicht bei McDonald's, McNuggets mit Kürbisgeschmack. Aber der ist halt jetzt, das ist so der Halloween-McNugget. Ne? Das ist, ja. Da gab es auch schon andere Actionfiguren zu damals. Also Actionfiguren. Das ist jetzt sehr, sehr, also ich muss es wirklich in Anführungszeichen setzen. Halt die McDonald's-Toys, da gab es den natürlich schon mal so, ne? In dieser Form. Und jetzt gibt es den halt mit den Pop-Augen. Ja, kann man machen. Ganz witzig. Witzig war aber, dass das Funko beim Reveal das Bild vergessen hatte und alle so, hä, wie sieht denn das Ding aus? Wir wissen es nicht. Und dann kam das dann eine halbe Stunde später. Relativ lustig. Ja, dann kommt ein weiterer Pop zu The Office. Ja, wir sind inzwischen bei den Serien angelangt. Also bei TV, Television. Und ja, ich weiß nicht. Es ist halt The Office. Das, keine Ahnung, tut mir leid, ich kann da nichts mit anfangen. Für mich sieht das halt einfach aus wie ein relativ langweiliger Menschenpop. Und klar, wer die Serie kennt, der wird das vielleicht wiedererkennen, aber dass da so, also dass so viele Pops zu The Office rauskommen, das finde ich völlig Banane. Also keine Ahnung, warum, das ist ja fast wie bei Batman. Ist das wirklich so beliebt? Kannst du mir kaum vorstellen, also das ist schon echt krass. Oder die Lizenz ist so billig, dass sie da einfach tausendfach raushauen.
Frag mich nicht. Ja, dann kommt hier noch so ein Glitzer-Pokémon, und zwar das Evoli. Ja, das ist, ja, kann man machen. Es ist wunderhübsch. Ein Evoli in Glitter. Was soll ich sagen? Es ist ein Evoli. Was gibt's noch? Disney gibt's noch. Ganz viel. Und zwar haben wir einen Stitch. Ganz viel, sagt er. Wir haben auf jeden Fall einen Stitch mit... Ja, ich hoffe, es sind Lockenwickler, weil sie haben dieselbe Farbe wie seine Ohren. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, er hat noch ein gemaltes Bild von sich in der Hand. Ich kann mich an die Szene in dem Film nicht erinnern. Macht aber auch nichts. Es ist halt auch 1000 Jahre her, wo ich das gesehen habe. Ist... Ja, ich weiß nicht. Mir gefällt der jetzt nicht. Also, die neuen Stitches sehen ja alle relativ gut aus, aber nachdem der in der Rakete kam und der da die Spielzeugautos durch die Gegend geworfen hat, finde ich den jetzt relativ schwach. Tut mir leid, ist einfach nicht meins. Muss man nicht machen. Richtig geil finde ich deswegen den hier. Also nicht deswegen, sondern dagegen. Das war das Wort, das ich suchte. Den finde ich ziemlich geil. Also die drei Musketiere sehen alle drei fantastisch aus. Also Donald sieht super aus, Mickey sieht super aus und jetzt ist Goofy. Es war klar, dass der kommt. Das haben wir vorher geahnt. Einfach großartig. Also wirklich ein richtig, richtig großartiger Pop. Und wenn die alle drei zusammenstehen hat, das sieht super aus. Garantiert. Na, und wir erinnern uns an den ganz alten Goofy von früher und da ist das eine so arge Verbesserung. Ich meine, es gab ja schon mal wieder zwischendurch Goofies, ne? Auch über Kingdom Hearts und so. Aber es ist eine gute Entscheidung gewesen, dass man dann doch versucht hat, da so Augen reinzubauen. Vorher war das halt so, das war halt alles komplett dunkel und die Augen waren dann in weiß, damit sich das abhebt von der dunklen Fläche. Das funktionierte nicht, das sah gruselig aus. Ja, aber da sieht man mal, wie weit Funko gekommen ist mit den Molds, ne? Das kann schon echt was. Also, er sieht super aus, ganz, ganz toll. Genauso finde ich den hier ziemlich super, das ist The Sword in the Stone, ne? Der kleine Arthur, der da olle Schwert aus dem Stein zieht. Ne, Hexer und der Zauberer. Also, das war auch klar, dass der noch kommen muss. Jetzt haben sie den natürlich so von vorne fotografiert. Dieses Bild ist ja, das ikonische Bild ist ja eher so von der Seite. Ne? Da müsste man mal sehen, ob er dann auch seine richtige Haltung hat, weil er doch ziemlich langgezogen da ist, wenn er das Schwert daraus zieht. Mit wehendem Gewand. Ja, finde ich aber ziemlich gut. Da hätte man tatsächlich auch einen Movie-Moment draus machen können. Das hätte man jetzt nicht als Einzelpop machen müssen. Aber gut, sei es drum, auch so funktioniert es gut und ich finde den echt schick. Also es ist halt auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Von daher passt das schon. Ja, ich hatte jetzt mit mehr Soda-Cans gerechnet für Disney, aber scheinbar nicht. Wobei, das hier kann man wohl schon ein Stück weit mit zu Disney rechnen. Das wurde komischerweise noch nicht angekündigt. Deswegen, also es gab ein paar Sachen auf der Shared-Liste, die bis jetzt kein Reveal hatten. Warum auch immer, entweder kommt noch was. Dann ist diese Show halt jetzt nur so halb fertig. Das heißt, es kann sein, dass noch Reveals kommen, die ich jetzt hier gar nicht drin habe. Dann müsst ihr das verzeihen, aber ich musste das jetzt hier so früh wie möglich rausballern. Aber ihr seht schon, es ist ein Funko Headquarter Only. Vielleicht wurde es deswegen nicht angekündigt, weil es Funko Headquarter Only ist. Es kommt ein Jack Skellington raus mit einem Pumpkinhead. Ja, das ist fein. Aber zumindest eine Disney-Soda. Das gehört ja inzwischen alles zu Disney, ne? Wisst ihr ja. Ja, und dann gab es noch diesen Pop hier zu, ist das Naruto? Ist das zu Naruto? Ist das I irgendwas? Irgendwas mit I? Frag mich doch nicht. Aber auch der wurde, also der oder die, wurde nicht gezeigt vorher. Haben sie einfach nicht mit dabei gehabt. Ist aber auf dieser Shared-Liste mit drauf. Das heißt, ihr seht die Liste und da steht der dann einfach mit drauf. Frag mich nicht. Es kann wirklich sein, dass dann rauskommt. Aber vielleicht sind das einfach nur Nachzügler. Auch da kann ich euch nicht sagen, wo genau der rauskommt. Das habe ich mir jetzt nämlich nicht gemerkt. Na, ja, und dann kommt noch das Ding hier raus. Jetzt sind wir schon bei den Loungefly-Sachen, aber auch da ist noch ein Pop mit dabei. Und da gibt es einmal ein Bundle, wo beides drin ist, und einmal kein Bundle, wo du den Rucksack einzeln kriegst und auch den Pop. Das ist ein Katzenpop zu Dings. Ja, tut mir leid, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wo das Ding herkommt. Sieht mir aber super witzig aus. Ich hat den Rucksack total geil. Gut, würde ich jetzt so nicht mit rumlaufen, aber trotzdem. Total geil. Und auch der Pop sieht super aus. Also, das gefällt mir richtig gut. Das finde ich schick. Das ist schön geworden. Total schön. Ja. Ob die Loungefly-Sachen den Weg nach Europa finden, kann ich euch nicht sagen. Die sind auf den Shared-Listen nämlich soweit größtenteils nicht mit drauf. Ja, dann gibt es einen Loki-Rucksack zur Serie. Na, hier Präsident Loki. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Kann man machen. Das ist, ich frage mich tatsächlich, ob es Leute gibt, die mit sowas rumlaufen dann. Also, keine Ahnung. Also, habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich denke, es spricht auch primär Mädels an, oder? Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Es gibt auch noch einen zu Edward mit den Scherenhänden. Der sieht auch super aus. Da hast du dann halt den Edward hinten auf dem Rücken.
Warum nicht? Warum nicht? Kann man nochmal machen, ne? Ja, dann gibt es noch eins zu Star Wars. Also eins zu Star Wars. Es gibt nur noch Star Wars. Wartet's ab. Wir haben hier den Kylo. Kylo Ren. Na, Ren, Kylo Ren. Ja, das ist dann der Jungs-Rucksack, ne? Für die Jungs. Ja. Ich weiß gar nicht, was die so kosten. Ich glaube, die sind relativ mittelhochpreisig. Ja, aber ja, Kylo Ren ist natürlich, das ist die neue Trilogie, das ist nicht meine Trilogie. Ne? Im Sinne von, ich bin Kind der 80er, 70er und 80er und für mich ist die alte Trilogie halt das Nonplusultra. Mit den Prequels hat man sich inzwischen angefreundet. Das ist tatsächlich so, dass man, also ich habe Episode 1 habe ich mehrfach im Kino gesehen damals und ich fand den auch gut. Und dann kam so nach und nach so, ja, die Trilogie ist halt anders. Ich fand sie trotzdem ganz okay. Die Generation, die damit aufgewachsen ist, feiert die Prequel-Trilogie total. Und jetzt diese neue Trilogie, da sind wieder alle am Schimpfen. Und mal sehen, wie wir das in 20 Jahren empfinden. Ob dann auch alle sagen so, ja, kann man aber gucken, ist okay. Oder ob dann immer noch alle sagen, das ist der größte Dreck, den es gab. Ich will ja gar nicht Star Wars bashen, tut mir leid. Aber auf jeden Fall haben wir hier einen Kylo Ren-Rucksack. Und den Übergang zu den Prequels machen wir mit dem Rucksack zu Darth Maul. Ja. Ich finde, der sollte so richtige Spikes haben. So richtig aus Horn. Also nicht echtem Horn, ne? Das ist ja nicht okay, aber so richtig so aus Plastik geformt, so richtig hart, dass wenn dann irgendeiner dir den Rucksack abziehen will, dass er sich erstmal die Finger zerstört. Ja, ich glaube, das macht Funko nicht. Keine Ahnung. Aber das würde cool sein zu Darth Maul. Ich würde es auch cool finden, wenn man da irgendwie so einen Knopf hätte und dann würden so links und rechts so sich wie, so Luftballons aufblasen, die aussehen wie sein Doppellichtschwert. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Oder so, wenn du... Ich meine, gut, es sieht ja fast so aus, als wenn oben hier der Reißverschluss so ein bisschen wie so ein... Weil das in Rot ist, ne? Ich fantasiere schon wieder. Es ist auf jeden Fall sehr schick. Es ist das Gesicht von Mauli. Das passt. Dann haben wir noch einen gesehen, der wurde gar nicht offiziell angekündigt. Der ist halt einfach irgendwann auf irgendeiner Grafik drauf gewesen. Da haben wir halt den Mandalorian Dingens Rucksack mit der kleinen Kugel vorne, wo das Grogu-Ding drin ist. Ja, sieht auch ganz nett aus. Kann man auch machen. Ist ein bisschen anders vom Style her, finde ich. Ne? Ein bisschen simpler. Sieht aber nicht schlecht aus. Wer da Bock drauf hat. Ja, wer es ein bisschen komplexer haben möchte, der kann sich den Rucksack mit Ahsoka holen und Grogu. Auch logischerweise zu The Mandalorian. Wobei Ahsoka ja jetzt auch ihre eigene Serie kriegt, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Der hat dann noch so Bäumchen mit hinten dran. Es ist einfach, ja, sehr hübsch gezeichnet, finde ich. Ne? Und da so ein Rucksack nicht ausreicht, gibt es dazu dann auch noch eine Brieftasche. Ich nenne es einfach mal Brieftasche, das ist immer Portemonnaie. Ne? Bei den Amis ist es halt so, dass die Portemonnaies alle keine Münzfächer haben, weil Münzen lagert man, also erstmal in Amerika ist es halt so, dass der Dollar, was ja im Prinzip so unser Euro wäre, ja, halt auch schon ein Schein ist. Dementsprechend brauchen die nicht so viele, ne? Die meisten haben ihre Münzen in der Hosentasche und haben auch gar nicht so wahnsinnig viele Münzen. Was gibt's da? Ein Quarter, ne? 25 Cent und sonst weiß ich gar nicht, 50 Cent gibt es wahrscheinlich auch. Und meine ich nicht den Sänger, 50 Cent. Ansonsten haben die so viel gar nicht. Ne? Und meistens ist es dann auch so, ja, stimmt so oder so. Keine Ahnung, also Kleingeld ist da nicht so angesagt. Deswegen sind die meist ohne Münzfach. Ich weiß eigentlich nicht, ob das jetzt ein Münzfach hat. Das müsste man dann gucken. In Deutschland brauchst du sowas einfach, ein Münzfach. Gibt wenig Leute, die das in den Hosentaschen tragen, ihre Münzen. Ich trage momentan viele meiner Münzen in der Hosentasche, weil mein Portemonnaie kaputt ist. Die kleinen Münzen fallen immer durch aus dem Münzfach. Ich brauche mal ein neues. Aber das mit Ahsoka würde ich mir nicht holen. Ja, das war's auch eigentlich schon. Mehr wurde jetzt nicht angekündigt. Es ist relativ wenig diesmal gefühlt. Wobei, ja, täuscht auch, ne? Weil wirkt nach wenig, aber ist ja doch eine ganze Menge. Sind zumindest fast zwei Seiten bei mir. Und ich rede ja auch schon wieder seit Minuten. Ne? Und von daher passt das schon. Ja, kommen wir noch zu den Release-Daten bei Popculture. Am Freitag, der 8.? Am Freitag, den 8. Ist das der Freitag, der 8.? Ansonsten ist es der 9. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall am Freitag. Ne? Um 15 Uhr. Bei uns 15 Uhr. Werden die bei Popculture live gehen. Da solltet ihr dann vielleicht mal auf die Webseite gehen, wenn ihr was haben wollt. Ansonsten werdet ihr aber vorher auch schon,
so wie ich das verstanden habe, ab dem 8. morgens werden die dann auch bei den Shared Retailern schon teilweise zu bestellen sein. Und bei Funko Europe dann auch, mit Sicherheit. Die werden diesmal auch mit Warteschlange arbeiten. Die haben keine Lotterie gemacht. Die haben diesmal eine Warteschlange eingebaut. Müsst ihr also gucken, ne, dass ihr rechtzeitig da seid und euch Sachen dann bestellen könnt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dieser Show. Kann sein, dass es nur der erste Part ist. Falls noch ein bisschen was kommt, dann mache ich nochmal einen Part. Dann bringe ich den Rest einfach am Sonntag mit in die normale Popshow. Das ist dann auch okay. Es ist dann ja eh zu spät. Die habt ihr dann ja im Zweifelsfall alle schon bekommen. Deswegen, aber die Show muss jetzt raus. Deswegen fackeln wir gar nicht lange. Ne? Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke. Wieder anschalten. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.